Ja, ist der Telefon Wake News Radio, Wake News TV. Super, dass ihr mir heute zuhört und zuschaut. Denn ich wollte euch mal wieder ein kleines Update geben, wie man das so schön sagt, ein auf den letzten Stand bringen. Heute ist der 11.04.2021, ein Sonntag. Ja. Ihr seht mich wieder hier in meinem T-Shirt sitzen, was auch für Aufsehen erregt. Ja. das geht hier auch um den Corona-Schwindel, Nein zur Diktatur und Maskenzwang. Ich war nämlich gestern unterwegs. Gestern war ein sonniger Tag, sodass ich also schon das T-Shirt tragen konnte und habe bestimmt auf meiner Tour, die ich gemacht habe, Tausende von Menschen vorbeigehen sehen oder ich bin an ihnen vorbeigegangen und immerhin, ich denke 20% der Menschen, die da unterwegs waren, haben auf das T-Shirt geschaut. Ja, und ich musste nicht einen einzigen Satz, nicht ein einziges Wort sagen, um die Nachricht überzubringen. Also sicher sinnvoll, jetzt wo es wärmer wird, dass ihr euch alle, die es noch nicht haben, so ein T-Shirt besorgt. Und da nochmal der Hinweis darauf, dass der Achim in seinem Shop laufteufel.de im Moment solche Shirts hier, wie ich sie anhab, bis zu 45% günstiger anbietet. Also da lohnt sich mal ein Shop, ja, ein Einkaufserlebnis online. Also, das vielleicht dazu. Ja, ich will euch heute ein Video präsentieren mit einer auf den aktuellen Stand bringen Information, was allerdings auf YouTube nicht hochgeladen wird, nur diese Einführung mit dem Titel AI oder AI für Artificial Intelligence, Welt ohne Seele, ohne Herkunft, ohne Eigenständigkeit. Und dieses Video wird euch zur Verfügung gestellt auf folgenden Videokanälen, bei denen ihr euch bitte umseht oder auch registriert, damit ihr da auch mit kommentieren könnt, mit bewerten könnt und selbst auch zum Beispiel selbst eigene Videos hochladen könnt. Das ist einmal unser eigener Kanal wakenews.tv, den sollte eigentlich jeder Wake News Nutzer oder Freund von Wake News immer besuchen. Dann BitChute, bei BitChute haben wir einen eigenen Kanal, auch ein wichtiger Kanal, und auf The Oven oder T-Ofen geschrieben. Die Links findet ihr dann unten in den Beschreibungen. Ja, und wir schreiben immer einen Artikel zu dem jeweiligen Video, den findet ihr auch unten in der Beschreibung. Soweit mal hier das Ende für den YouTube-Teil. Und jetzt geht's weiter.